Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt wieder eine Runde mit Lara. Da oben sollen wir hin. Oh, da liegt was, was wir gebrauchen können. Schaffen wir das? Ja, komm. Hier sonst noch was? Nö. Ah, sammeln wir das hier erstmal ein. Und checken mal, was sie hier gefunden hat. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Also wieder was gefunden. Dann ziehen wir mal eben die Knarre, denn das riecht ja förmlich nach einer Aufgabe. Ist aber gar keiner, ja? Da haben wir auch noch was. Aber wie komme ich jetzt? Wie mache ich die Fackel an? Das ist hier echt ein bisschen nervig. Na, lassen wir es einfach. So, kann ich da einfach so dran springen? Also, Lara kann das, ja. Ja, das ist hier alles, ja. Das ist halt Tomb Raider. Da muss ich rüber. Dann kann ich hier die Fackel anzünden. Knopf gedrückt. Nächste Statue an und jetzt geht's weiter da hoch. Okay. Kommen wir nur da hoch, ne? Ich denke, da komme ich noch nicht rein. Dann geht's hier weiter. Hoffen wir mal, dass es klappt. Hier sieht, friert man doch, oder? Bitte! Das muss alles nicht sein! Wo bleibt der Kerl? Gut, vielleicht nehmen wir besser den. Dafür bezahlst du! Ja.
Das finde ich hier so ein bisschen nervig. Ach, und da oben, da wäre so eine Laterne gewesen hier. Dann hätten wir die direkt erledigt, die Pfeifen. Ich würde die Fackel anmachen. Und hier das Bergungsgut holen. Hier noch was? Das finde ich ist ja wirklich bei Tomb Raider so. Ne? Ich habe ja immer Sorge, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Na, ich auch nicht. Wie mache ich denn die Fackel aus? Ah, so. Nächste Lager gefunden. Boah, wenn ich sehe, friere ich mit hier. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich seh mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Aber Essen ist Kultur, oder? Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Ja, wenn man es passend Dr. schneidet. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja,
Was auch kommt, wir stehen es durch. So, Zwischensequenzen quasi. Zu Ende. Ich versuche da möglichst nicht reinzuquatschen. Damit ihr das Spiel hier mal komplett genießen könnt. Jetzt gucken wir aber erstmal, liegt hier sonst noch was rum, was wir gebrauchen können. Na klar. Hier noch was. Hier ein bisschen umschauen. Nein. Dann verbessern wir erst die Waffe. Mein Fähigkeitspunkt haben wir keinen. Dann Schnellreise, Quatsch, da. Achso, so heißt das Lager, Ausrüstung. Bogen-Upgrade, 2 von 2. Was können wir hier? Können wir nichts machen? So. Gucken wir mal eben. Oh ne. Aber hier. Ja dann. Machen wir das so mit dem Magazin, oder? Wie lange nehmen wir auf? Ja, dann können wir uns ja noch ein bisschen, oder? Wo soll es hingehen? Da lang. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen tricky, denke ich. Aha, oh. Das wird nicht so einfach. Da gehe ich bestimmt ein-, zweimal drauf. Tja. Schaffe ich das? Ich würde den da hinten ja gerne direkt mit dem Kopfschuss erledigen, ne? Und dann geht die Action bestimmt gleich los. Hm. Wie mache ich das? Großer Alarm auslösen. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Da ist einer. Ist auch noch einer. Oh, da sind zwei. Was zur Hölle? Ich glaube, das ist ganz gut gelaufen. Ja, alle sind erledigt. Jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken. Denn hier seht ihr das Gerät. Damit hätte der ganz schön auf uns geballert, wenn wir da einfach drauf losgegangen wären. Und jetzt können wir uns hier noch in Ruhe umsehen.
Ja, irgendein Artefakt oder so. Ja. Nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Jetzt können wir uns die hier noch schön angucken. Alle Richtungen drehen. Ich denke, sonst ist hier auch nichts. Oh, hier hätte der richtig Alarm machen können. So, da kommen wir gar nicht hoch. Aber hier. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ja, und nü? Ah, da. Es ist eiskalt. Da hängt einer rum. Also jetzt hier nichts für Zartbeseitete. Da hängt noch einer. Oh. Kann man das hier erst zudrehen? Ja. Denn hier geht's nicht weiter. Kommt er. Na gut, das war ja bis jetzt nicht so schwierig, ne? Hier scheint sonst nichts zu sein. Oh doch. Da. Und wie gesagt, das meine ich. Immer Sorge, was zu verlieren. Oder eben nicht zu finden. Können wir schon wieder eine Waffe verbessern. Okay. Das ist voll. Nächste Challenge hier. Welche Poster anzünden. Alle fertig gelootet. Okay. Komm und hol den! Ist auch noch so ein Poster. Okay, das können wir da durchfeuern, ne? Ja, das geht. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Da haben wir's. Also, nehmen wir den Gashahn auf. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Schnell raus hier. Da seht ihr, es bekommt ihr gar nicht gut. Da ist noch so eine Laterne. Ich denke, da ist jetzt genug Gas drin.
ist der Kerl. Na, ich denke, den wird so zerlegt haben, ne? Den werden wir erlösen, oder? Fahr zur Hölle. Oh. Kleines Maschinengewehr. Aber ich vermute, kann man den nicht looten hier? Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Und wieder sind wir etwas schlauer. Und... Jetzt Licht an! Wow! Jetzt gehe ich drauf. Kann mich hier auch nicht zurückziehen. Und Auto-Aim ist immer an der falschen Stelle, da oben. Der Kerl. Da. Der ist gefährlicher. Das kann ich nie haben hier. So, fällt die Tür zu. Deswegen konnte ich nicht weg. Ja, werden wir jetzt hier ordentlich aufmunitionieren. Ne? Wenn mich da was blendet, das kann ich nicht gut haben. Mal hier oben gucken, ob es hier irgendwas gibt. Gibt es ein Lager? Ja, wie praktisch, ne? Dann machen wir hier. So, Fähigkeitspunkt haben wir keinen. Ausrüstung. Vielleicht können wir die schon mal ein bisschen pimpen hier. So, dann sind wir bei Lara auch schon mal eine Nummer weitergekommen, hier, oder? Und knapp 25 Minuten. Ja, das war eine weitere Folge mit Lara. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.